Start ist frei für das sechste Rennen in der Preis von Les Saules. Ein Amateurfahren für die Klasse bis 4.500 Euro. Das Ganze mit 10 Teilnehmern, die 1 Juliet Dream, Jürgen Log, die 2 Brilliant Times und Christian Bünte, die 3 Takaya Viking BK, Mike Kepinski, die 4 Ragnar Sina Barofolo, die 5 Nietzsche Boko, Stefanie Möller, die 6 Nadia Marc Schönlau, die 7 Zyklon Diamant Andreas Schwarz, die 8 ist Nichtstarterin. Die 9 Lucien T. Joachim Heidi 10 Armee, Nicole Holtschow und die 11 Rasta David, Yannick Mollema und wir haben viel Start. Ja. Und der Start ist frei von unserer Seite aus. Kann es losgehen mit dem zweiten Versuch? Start frei. Start frei. So, Start ist wieder frei, der Start ist frei. Ist Novastar Drafit außen an der Seite von Nietzsche Boko angelangt und hat sich jetzt die Führung gesichert. 15-7 die erste Zwischenzeit. Novastar Drafit vorne, Mitte der Geraden, führt von Nietzsche Boko. Dann Nadja innen mit außen Ragnar, daneben dann Takaya Viking BK. Die nächsten beiden sind Armee mit Lucien T. und am Ende des Hauptfeldes ist Zyklon Diamant. William Tams und Juliet Lindholm disqualifiziert. Eine Runde noch zurückzulegen und die Führung weiterhin bei Novastar Drafit. Auf Schlagdistanz Nadia an der Innenseite. Fehler von Nietzsche Boko, eingangs zur Zielgeraden. Novastar Drafit weiterhin deutlich vorn. Dahinter ist Lucien T. mit Zyklon Diamant zu sehen. Zyklon Diamant außen, setzt noch einmal nach, versucht noch einmal das Blatt zu wenden, aber Novastar Drafit sieht souverän aus an der Spitze und kommt hier nicht mal ansatzweise in Gefahr. Novastar Drafit bleibt ungeschlagen, gewinnt auf ihr viertes Rennen. Dahinter Zyklon Diamant auf Rang 2 und Kampf ums dritte Geld zwischen Nadia und Lucien. Janik, erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Das war extrem leicht, oder? Ja, unglaublich guter Feld. Aber ich weiß nicht, wie das in Deutschland geht mit dem Fehlstart, dass dann die Rennleitung 50 Meter nach dem Start noch einen Fehlstart gibt, das verstehe ich nicht. Jetzt war mein Feld eigentlich viel zu heiß im Rennen, ich musste so schnell fahren, aber trotzdem sehr belastend.